Ja, einen schönen guten Abend hier auf Speed Gaming Deutsch 1 zu einem weiteren Turniermatch aus dem deutschen Rando-Turnier. Wir sehen hier heute Lost in Pain gegen Cube Soldier. Und zum Kommentieren habe ich mit dabei Dirt Bubble und Darok, unterstützt uns beim Tracking. Hallo an alle. Ja, hallo, danke. Hallo Kittelot, hallo zusammen. Ich freue mich dabei zu sein und ich freue mich auf ein hoffentlich spannendes Match mit dem einen oder anderen Kniff, denn wir spielen heute Enemy und Boss Shuffle. Ob wir den Ice Rod brauchen, ob die fiesen Walzen oder was auch immer, Chain Chomps und so. Mal gucken, was uns da alles erwartet, was da sein kann, ob Darkrooms gespielt werden. Wir können gespannt sein. Ja, vor allem, das ist ja nicht das erste Anemizer heute. Heute Nachmittag gab es auch schon Anemizer mit sehr, sehr spannenden Wendungen, wo wirklich eben die geschaffelten Bosse das Match nochmal gedreht haben zum Ende. Also das war, ja, ich sag mal, für den Zuschauer der Anemizer ja immer mit sehr viel Freude oder, naja, Schadenfreude ist das richtigere Wort, aber Freude für den Zuschauer verbunden, ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ich selbst auch nur ein paar Mal gespielt bis jetzt und es ist auf jeden Fall immer ein anderes Spiel. Oh, da geht's auch schon los. Ja, wir sehen Cube Soldier startet in der Sank. Bei Lost in Pain scheint noch kein Bild da zu sein, aber es wird sich sicher gleich einrudeln. Also gibt es Startboots noch mit, wie ich sehe? Ja, das ist ja Okay. eine mögliche dritte Option im Turnier, so ein Genau. paar Presets mit reinzunehmen. Und Boots, ja, das macht schon mal angenehm, aber ohne Schwert, gerade der Anemizer ist da auch schnell, der Instant-Tot. Ja, das auf jeden Fall. Aber es macht gefühlt den Seed schon mal schneller. Das mag ich auch am Casual Boot sehr gerne. Ob der Seed dann tatsächlich schneller ist oder ob man schneller durchkommt, ist immer die andere Sache. Aber es fühlt sich einfach besser an. Ich glaube, statistisch macht es im Gegensatz zu einem Open knapp 10 Minuten aus, wenn man Casual Boot spielt, und Standard ist prinzipiell das Langsamste. Aber wie du sagst, je nachdem, wie der Seed fällt, ist es ja wurscht. Aber Ja. statistisch, glaube ich, ist Casual Boots relativ zackig dann. Da haben wir auch schon T1-Pull gesehen und da gab es jetzt die ersten vier Bomben. Das ist schon mal geschmeidig ist für Kakariko gleich. Da wären wir Absolut. von. Oh, Oh, wir sehen ja. Agar. Wir sehen ein Agassi, das ist doch schon mal der erste Schmeichelpunkt für den Chat. Ja, Hookshot auf Lumberjack Ledge. Ja, und dadurch, dass wir ja die Boots schon haben, ist das ziemlich früh machbar, ne? Oh, was ist passiert? Ich glaube, Darok startet die Maschine einmal Ah, neu. okay. Alles klar. Ich war jetzt erschrocken. Dachte, vielleicht liegt es jetzt doch an mir. Erst Probleme gab mit dem Mikro. Aber dann. Ja, ja, Hookshot ist auf jeden Fall ein Item. Es ist nicht mal zwingend notwendig, dass er required ist. Ja, Wenn ich richtig prinzipiell hast du da recht. Also sehe. es Es macht einfach nur vieles einfacher. also required ist ja logisch prinzipiell immer, sonst kommst du bei Moldom nicht rüber. Moldom Ah, 2 in GT, stimmt. da ist Ja, er da habe ich jetzt gar nicht required. dran gedacht. Ja. Aber du musst immer bedenken, Logik und unsere Runner, das verträgt sie nicht immer so ganz. Ja, ist die Frage, ob dann jetzt der Moldom-Bounce beherrscht wird? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten da jetzt? Havern kannst du ganz einfach, also Covern, genau. wenn du es kannst, ne? Ja. Ah, da hat wer einen Fisch gefunden auf dem Weg, Cube Soldier, der ist natürlich im Endemizer ganz praktisch, weil er schön viele Start-Items uns gibt beim Bottlebender. Das stimmt, muss man aber auch erstmal wissen. Habe ich tatsächlich vor einer Stunde erst erfahren. Ich kenne das wohl mit der goldenen Biene, dass die 520er ausspuckt. Aber dass man da einen Fisch abgeben kann, wusste ich nicht. Habe ich tatsächlich vorhin erst in einem anderen Stream zufällig mitbekommen. Oh, Fire Rod. Ja, Kakariko gibt schon Fire Rod Spiegel. Ja. Das ist gut schon mal für den Anfang. Deathwarden bleibt uns erspart. Jedenfalls das Freiwillige, sagen wir es Ja. so. Cape, schönes Safety-Item. Ob es benötigt wird, ist die andere Frage. Oder für die Bumper-Ledge gegebenenfalls. Ja, also gerade im Anemizer ist ein Cape sehr, sehr dankbar.
Das kann man sagen. Ja. Enge Gänge mit Diamond Rollers oder so sollen hier des Öfteren mal vorkommen, warum auch immer, immer in engen Gängen. Also, das stimmt. Ich musste auch jetzt erstmal drauf klarkommen, dass wir jetzt ja einen Anemizer spielen. Ich war jetzt gerade noch in so einem normalen Seed und da ist dann natürlich das Cape nicht zwingend Ja, das erforderlich. stimmt. Und nur weil man es hat, das ist ja die Sache, mit Spielverlauf wird das gerne mal vergessen, weil man will schnell durch und vergisst ja auch, dass man das Ding hat, weil man es vielleicht vergessen oder so noch im Hinterkopf hat, um da sich vielleicht ein bisschen Komfort mit reinzuholen, aber fürs Normale hat man es oft gar nicht auf dem Schirm. Nee, und das, da muss, merkt man dann auch, also da wird man dann merken, wo dann doch die erfahrenen Spieler sind. Weil da bin ich einfach an der Stelle, muss ich sagen, raus, was die Erfahrung angeht. Und da werden mit Sicherheit, werden wir mit Sicherheit noch das ein oder andere geistreiche Play dann auch sehen. Oh mein Gott, der Bogen Kakariko ist ja wirklich loaded. Ja. Ja. Ja, der Bogen heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass man ja Eastern wie sonst machen kann, weil ja, je nachdem, was wir für einen Boss Ja. haben, und ohne Schwert ist das, ohne Schwert jetzt nach Eastern zu gehen, ist nicht so gut. Ja, und je nachdem, also es muss ja nicht mal zwingend auch so Sachen, so Bowlocked-Geschichten oder so, wie Pot dann auch später. Mit Anemizer kommt man vielleicht auch so durch. Ja, Oder selbst durch. vom Item Placement und sonst was wird aber die Logik beachtet, das muss man wissen. Das heißt, prinzipiell kann die Logik sagen, nee, du darfst das nicht machen, weil hier sind Gegner, die bowlocken würden, aber der Anemizer setzt das danach, er setzt das davor, danach, also so, dass es dass wir prinzipiell eine normale Item-Logik hätten. Okay. Ja, das sind so kleine Feinheiten, die man, die Runner im Hinterkopf behalten müssen. Ein Hardpiece auf dem Race Game wird auch Weil direkt sehr deswegen, gut. von der Logik wäre jetzt nämlich Eastern mit dem Fire Rod, wenn der Big Key links liegt, auf jeden Fall schon drin. Aber ob sie es real machen können, ist schon wieder was anderes. Ja. Also man kann sich zumindest, wenn die Gegner es zulassen, dann auch mal anschauen, was in dem Darkroom ist vom Bossen. Aber Darkroom ohne Lampe betreten, das ist Ja. auch schon, das ist auch Lotto spielen. Ja. Ist genauso wie Fake-Flippern. Also das will man nicht machen. Da sind auch schon die ersten Handschuhe im Damm. Also wenn das so weitergeht, dann wird es ein sehr schneller Seed. Ist. Ein Progression-Item nach dem anderen, im Sekundentakt ja fast. Ach so, wie es aussieht, hat Loss in Pain die Bonkrocks eben vergessen, weil ich habe mich gerade Ja. gewundert, warum geht er denn zur Senk wieder zurück? Oh, das ist bitter. Das frisst erstmal Zeit. Ja. Ja, was sind das? 20 Sekunden, 25? Das ist noch im Rahmen. Weil er Ja. ja oh, was sehen wir da? Shadows? Ja. Ja, die Shadows, wenn sie ein unangenehmes Pattern haben, dann können sie einem auch richtig ärgern, aber das ist jetzt hier ein sehr angenehmes für Cube Soldier. Oh nein. Da wurde auch gefake-flippert und direkt vom Laser weggeschossen. Bei Lost in Pain. Also da läuft der Start nicht ganz so rund gerade. Erst die Und hier. vergessenen Bonkrocks. Aber kein langer. Also ist zumindest jetzt nicht, hat nicht lange warten müssen. Bis er Ja, Selfie das kriegen konnte. stimmt. So, Da oh, kann. die Southshore ist aber sehr human. Also da habe ich schon beim letzten Spiel von Schulzer Schlimmeres gesehen mit, glaube ich, drei Diamond Rollern da drauf. Also so heißen die großen gelben. Ja, die Ja, Rolldinger ja. aus Turtle Rock. Ja, okay. Und der Dieb ist hier natürlich auch ärgerlich, der ihm die Bomben wegzieht, die man braucht. Ach, das ist einfach ein köstlicher Spielmodus. Ja. Ein Spaß für Groß und Klein. Ja, aber es gibt immerhin frische Bomben, also das passt. Oh, Cube Soldier ist mutig, mit dem Water Walk hier aufzusetzen. Was macht er denn? Okay, er denkt sich, nee, das lasse ich noch lieber. Ja, weil der Waterwalk ist ja, glaube ich, noch mal gefährlicher, weil er, wenn du Pech hast, einen Heart Reset auslösen kann, wenn ich es richtig weiß. Wenn du richtig Pech hast. Okay. Also, dass du einen machen musst. Ah, wir sehen mal Agina relativ früh. Spannend, weil Agina, ja, kann manchmal ein guter Gamble sein, aber was wir sehen,
Leider nicht. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man sich jetzt vielleicht schon so ein bisschen behind fühlt, jetzt dann, wie gesagt, die vergessenen. Was ein Drop. Und das erste Schwert. Stark. Schön in große Spikes rein. Ehrlich, und jetzt sehen wir es gleich noch. Wir hätten einen Standardstart. Durch den Raum durchkommen, das ist ja die reinste Todesfalle. Boah. Vor allem der leckt ja wie die Pest. Eieiei, also das ist schön. Ich kann verstehen, dass noch keiner das da cross-checken will. Ich kann jeden verstehen, der Darkrooms erstmal meidet. Mhm. Das ist wirklich ein Gamble. Oh, da sehen wir die ersten Diamond Roller, aber recht ungefährlich. Aha. Selbst die Eastern Darkrooms, die ja eigentlich relativ simpel sind, also gerade der zum Biki ist ja eigentlich der einfachste im ganzen Spiel. Auch der ist, je nachdem, was da drin lauert, nicht zu verachten. Das ist ja genau. In der Runde hast du 4 Gegner erstmal. Ah, okay. Jetzt haben wir aber gerade die Lampe gefunden, wenn ich es richtig gesehen habe. Es ruckelte ganz leicht. Also Lampe bei Sascha müsste das gewesen sein. Das macht jetzt schon mal die Todesfalle sichtbar, aber muss ja erstmal noch nichts heißen. Nee, gerade der Eastern Darkroom mit den Igors drin, da ist ja auch einiges an Gegnern generell drin, das kann ziemlich böse sein. Ja, aber da hätten sie ja schon den Fire Rod gehabt, um da ein bisschen Licht zu machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und Cube kann natürlich jetzt mit der Lampe auch das Dark Cross gleich mitnehmen, vielleicht muss er es nicht. Je nachdem, wie die Key oder Karte liegt. Erstmal den Schlüssel kriegen. Hm. Na, okay, die ist. Da hätte ich jetzt vielleicht sogar dann aus Frust erstmal die Kiste geöffnet und gehofft, dass da ein kleiner Schlüssel drin ist. Dann hätte ich den Gegner zurückgelassen. So viele Pfeile wieder verschossen wurden. Ah, ein Pengator, ein großer Spike. Ja, aber die Stelle war human. Mit dem Bogen, One-Shot. Kann man mal schauen, unsere Runner haben jetzt auch schon 7 Herzen. Yeah. Und dazu Cube die Blue Mail, das ist eigentlich jetzt schon für den Start eine recht gute Lebensversicherung. Ja. Ach, das war dieses Teil aus Thiefstone, ne? Was er jetzt gerade den Schlüssel hatte. Du meinst die Heuschrecke. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Also. Ist auch immer Grashüpfer oder Heuschrecke, aber ich glaube nicht, dass das perfekt ist. Das ist spannend. Lost in Pain entscheidet sich für ein frühes Agar-Play, obwohl wir wissen durch Cube, dass sogar der Berg bereits in Logik ist. Okay, wir müssen Agar ja eh machen, ne? Wegen des Hookshots. Aber wundert mich jetzt so früh schon, weil ihm fehlen ja noch ein paar Checks. Ja. Aber hat auch die Lampe, die Lost in Pain. Also der war auch, so wie es aussieht, in der Eastern Area. Ja, ist aber nicht getrackt worden. Hast recht, ja, dann war er doch drüben. Okay, dann ist es in Logik. Mit Fire Rod kann man es spielen, aber logisch ist Agar erst mit der Lampe, ja. Ja. Ich war nämlich auch jetzt gerade echt erschrocken, dass er jetzt den Agar Climb als quasi Darkroom macht, ohne Lampe. Ja, aber mit Fire Rod hast du zum Beispiel in dem hier ja deine Fackeln, das geht eigentlich ganz gut. Also die, wo keine Fackel sind, die sind nicht so schwer. Und die mit den Löchern im Boden, da hat man zum Glück die Fackeln. Okay, aber Cube macht das Gleiche jetzt, will seinen Hookshot sich holen. Was meinst du, Dirt Bubble? Wie viele schöne Blue Balls wird uns Agar heute spendieren? Also ich rechne mal mit 5. Ja, okay, schon ein bisschen pessimistischer. Bevor.
ein bisschen pessimistisch. Ja, ich glaube, Durchschnitt ist 3, ne? Na echt? Okay. Ich meine. Dann bin ich über dem Schnitt. Wenn ich Alter machen muss. Also ja, und ich glaub, die. Oh, der Mimik da ist auch gut. Aber mit dem Bogen natürlich kein Thema. Ja. Ja, die Räume waren jetzt waren recht human. Also das hätte gemeiner sein können. Da war der Seed doch gnädig. Gibt es eigentlich Unterschiede in der Härte des Animizers, dass man dann so grundsätzlich sagen kann, da sind jetzt mehr robuste Gegner? Oder da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich weiß, dass man zum Beispiel noch den normalen Animizer vom Boss-Animizer trennen kann, dass man halt die Bosse ganz normal noch drin hat oder halt nur Boss-Shuffle hat. Aber ich weiß nicht, ob man einstellen kann, dass man nur harte Gegner hat, wie jetzt zum Beispiel hier die guten Laser, die Cube doch recht zusetzen. Ja, ein Herz noch. Ja, muss er ein bisschen. Aber hat er nicht eine Fairy sogar in einer seiner Flaschen? Also bei 3 Flaschen gehe ich von irgendeiner Safety aus. Weil wir scheinen während unseres Resets noch ein bisschen was gehabt zu haben an Findings. Also irgendwas war noch in der Bottle drin gewesen. Das hatte ich vorhin noch bei einem der beiden gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt dann eine. Also nach der ersten, war das eine Biene gewesen? Ich weiß es. Eins war, glaube ich, eine Biene, die erste Flasche, ne? Ja. Ah, ich lese im Chat, eine Red Goo soll er noch haben. Okay, da muss er natürlich aufpassen, weil sonst kann er die gleich auch nicht mehr nehmen. Ich wollte sagen, also sollte man auf jeden Fall mal irgendwann loslegen. Der Gegner irgendwie so eingeklemmt zwischen den Pötten agiert auch sehr merkwürdig, den man aus Thieves Song kennt. Ja. Patrick's Star-Geschichte. Okay, also auf der Pyramide liegt schon mal keine Moon Pearl. Dann scheint der Berg mit dem Hookshot unsere Antwort zu sein. Naja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Bei Lost in Pain kein Timer mehr. Also zumindest jetzt. Wo geht er denn? Ach, er hat, glaube ich, die Sauce schon noch nicht gemacht, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, weil er hat auch noch nicht seine Blue Mail. Das macht Sinn. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade eben nicht mitgezählt bei Lost in Pain, wie viele Blue Balls wir hatten. Aber ich glaube, jetzt war der erste bei Cube, ne? Ich hatte da auch auf die andere Seite dann geschaut, weil das dann doch zu spannend war mit dem einen Energie, mit dem einen Herz da durchzurushen. Mhm. So, die Shadow Cave jetzt auch durch. Und wenn jetzt mal kurz überlegen, wenn der Onkel, nicht der Onkel, der alte Mann oder der Spectral Rock in drin kein zweites Item hat für den, oder, die Merlin müssen sie haben und einen Hammer oder Handschuhe, sonst hätten wir sogar wirklich Agar auf den Dark World Access gebraucht, ne? Ja. Also es ist ein doppelter Agar Seed schon fast. Also der Hookshot öffnet auf jeden Fall jetzt den Berg auch die rechte Seite. Nochmal Map-Check. Okay. Eis und Maya Pendant. Wir brauchen auf jeden Fall ein Sumaria. Das Pass. Und Swamp war, glaube ich, auch ein Crystal, ne? Das heißt, Flibbers brauchen wir auch. Ja, ob wir einen Ice-Rod brauchen, wissen wir noch nicht. Kann halt doof passieren, wenn man den Kompass nicht vorfindet, dass man auf einmal vor Trinex steht. Oh, auch. Da wurde jetzt der Waterwalk bei Lost in Pain aufgesetzt. Auch mutig da blind in die Area reinzurennen. Ja, von mir ist in der Area
Boah, würde ich den Rotorock einmal auf der Insel abbrechen, weil die Gefahr bei dem, was hier rumfleucht, doch einen Hit zu kriegen, ist jetzt Ja. nicht ohne. Ah, jetzt Ja, macht das da auch. wird's, ja. Auf der Ledge liegt auch nichts, das heißt, da braucht man jetzt auch keinen Splash Deletion oder so aufsetzen. Ja, aber zur Not könnte man es ja unten direkt nochmal an dem Wasserfall machen. Also da bräuchte man nicht Ja. unbedingt noch den aktiven. Es ist halt nur schwieriger. Also ich, wie gesagt, also ich gehe aber davon aus, dass beide Spieler erfahren genug sind, dass sie es gegebenenfalls hinbekommen. So, Cube auf dem Weg zum Berg. Da bin ich mal gespannt, weil da muss ja die Merle jetzt langsam liegen. Oder das nächste, sag ich mal, Perlenketten-Item. Vielleicht irgendwas, was uns nach Desert führt, könnte natürlich möglich sein. Ein Chain Chomp. Den hätte man. So, Oh, gucken wir was haben wir mal, was jetzt die hier vier rechts? Fledermäuse sind. Mini-Helmas. Oh, ja, okay. Ja, das geht mit dem Hook. Kein Problem. Den Stuntpreis haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Was Nee. wir da haben. Ui, Oh, Sil. die Silvers. Es macht vieles einfacher, gerade wenn du einen Witty triffst, Ja. unvorbereitet. Das ist schon guter Komfort. Ja, das ist jetzt noch ein bis zwei Schwert-Upgrades und ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, der einzigen Boss, die, also die einzigen Bosse, die wir jetzt noch nicht legen können, sind Colts. Ne, doch, Colts, hier haben wir den Fire Rod. Aber dann Trinex würde ich jetzt, oder? Haben wir da jetzt noch der Hammer Trinex, für. genau, wir brauchen den Ice Rod auf jeden Fall noch für Für. Trinex. Wenn er denn Ja. kommt. Und Ja, wenn. Bomben haben wir für Helmer. Müsste ja, ich Müsste weiß, auch gehen. müsste Vier in Logik Stück. auch sein, oder? Ich glaube ja, das Mit gilt nicht als Bomben. Glitch-Bomben. Das heißt, Bosse kriegen wir bis auf. Schweinex ist der meistens der Boss, den man nicht töten kann. Ach, schön, Fetch Quest. Ja, wer weiß. Magic Bat. Doch, könnten. Ich überlege, doch. Nee, kommen wir nicht dran an Magic Bat bis jetzt. Da fehlt Nee, uns und noch wieder, Mitz. ich würde sagen, Mitz oder Hammer. Eins von beiden. Der Laser ist Ja. natürlich auch Ja, vor allem fürs Aufsetzen des großartig. Herapods steht er da Ja. einfach perfekt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nur der Diamond, oder? Ja, Lost in Pain leider wieder eingefroren. Da ist die Fee, von der Ja, gerade noch also gebrochen ich würde wurde. es jetzt nicht dreimal probieren, ich würde den klassischen Nee. Weg, glaube ich, gehen. Ja, macht er auch. Ja, also manchmal ist es einfach, soll es da nicht sein. Ich weiß auch gar nicht, muss ich auch mal so sagen, im Endemizer können dann ja auch die Werte anders sein, sodass dann der Herapod auch grundsätzlich gar nicht funktioniert oder so Glitches, so Bombjumps oder so. Ja, das hat man Irgendwas. teilweise, zum Beispiel in dem Jelly-Raum in Eis zum Beispiel, da kann das sein, wenn da irgendwie die Werte anders sind oder diese Ah. Variablen, die man auch für den die Splash Deletion braucht, da kann es sein, dass sie gar nicht klappen, ja. Also irgendwas hatte ich da mal vernommen. Aber da fehlt mir das ganz genaue Wissen dazu, was Ja. wie wo passieren muss. Also ich kann es technisch auch grundsätzlich ja gar nicht erklären. Bin froh, dass ich manches so ein bisschen verstehe oder zumindest weiß, was dann da irgendwo passiert. Ui. Aber ja, unglücklich. Aber. Na, beide Items haben wir bei Cube schon mal raus. Das heißt, da werden wir ihn auch nicht mehr sehen. Aber ich bin gespannt auf den Boss, weil das wissen wir noch nicht dank des fehlenden Kompass. Aber ist ja jetzt auch human hier in dem Dungeon. Mal gucken, ob mein Helmer ist hier. Och, Vanilla, das Vanilla. ist ja buh. Ein Helmer ist durch das Loch ziemlich fies, weil der da ja eine andere Hitbox hat. Also wenn er über dem Loch steht, kannst du ihm keinen Schaden machen. Das kann es echt super in die Länge ziehen. Ja, mit einem Auge ist es klar, dass Trolldom da den Gegner nicht findet, ne? Ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber da haben wir auch schon den ersten Crystal jetzt nach 23,5 Minuten.
Ja, das ist zügig. Ja, ist ja, wie gesagt, bis jetzt ist der Seed auch sehr gönnerhaft. Ja, die Bär, die Mountain-Gegner waren ja links ja schon fast Vanilla. Weil ich glaube, nach Acker sind die da sogar, die komischen blauen. Ich weiß immer nicht, wie die Dinger heißen. Oh, Mini-Moldarms. Diese hüpfenden. Ja, genau. Ja, ich. Weiß auch nicht. Müsste ich nachschauen. Kann der Chat bestimmt sagen, wie die heißen. Ah, mehr Schilde. Das heißt, wir wissen sogar schon, wo unser Mirror Shield liegt. Für Cube Soldier jedenfalls sollte er nochmal in die Zora Area gehen. Er würde sich freuen, das zu finden. Viele Shadows unterwegs. Hä? Okay. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, aber okay. Ja. Ich glaube, er wollte den Shadow damit erwischen, aber hat irgendwie nicht geklappt. Gerade durch das Cape ist jetzt auch schon Spike Cave in Logik. Nee, da fehlt uns der Oder? Hammer noch. Wir kommen nicht rein. Ach, stimmt. Ja, der Hammer, das ist Besser generell die Frage, so wo rum. jetzt, ja, Besser es wo, fehlt einem der Hammer und nicht die Gloves und man steht dann vor dem Stein und muss trotzdem sterben. ja. Das ist auch immer traurig, wenn das passiert. Ja, ist jetzt aber auch die Frage, wo sind Hammer und Titans? Werden wir die. Wir haben Eastern ja noch gar nicht gesehen, ne? Ich glaube, Nee. die war unser Restart war auch kurz genug, dass wir es nicht komplett verpasst haben. Also das wäre eine Möglichkeit. Wir kommen an die erste Kiste in Swamp prinzipiell rein. Wir kommen aber auch zum Beispiel Village of Outcast geht ja auch unproblematisch, wenn wir den langen Weg oben rum gehen. Also da ist noch einiges offen eigentlich. Skull Woods ist Ja. finishbar, wenn der Boss passt, aber da kann Trinex nicht drin sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber jetzt auf dem Berg, da war auch nichts mehr, ne? Wenn ich da jetzt mich Nee, da. Weil Ja. das heißt ja jetzt von der Logik her war Agar auch definitiv unser Dark World Access. Richtig, richtig. Denn Uns, wenn ich ja, mich stimmt, jetzt uns nicht. fehlt die, uns fehlt ja die Also, Merle noch. Das heißt, wir kommen das hier gar nicht Einzige, was noch rüber. sein kann, ist Eastern. Dass da noch irgendwie was liegt, Hammer oder Handschuhe. Oh, Merle auf dem Pilz? Das wäre natürlich schon ziemlich fies. Ach stimmt, die fehlt ja auch noch. Ach du heiliger Bimbam. Naja. Oder das nächste Perlenketten-Item. Schauen wir mal. Da ist die Ja. Merle. Das ist er. Der Pilz hat sich mal gelohnt. Ja. Meistens nur Crap, aber jetzt wichtig. Ja, und jetzt kann er klar ganz normal über den Ackerzugang gehen und dann die große Nordroute machen. Ohne Hammerpot zu gehen, glaube ich, würde ich nicht machen. Na. Ah, die Brücke ist auch wieder gut. Zwei Laser, der Dieb, der ihn wegnockt. Das ist aber, wenn einen die Laser auch mal erwischen oder erfasst haben, dann ist das auch wirklich vorbei. Das ist auch jedes Mal im Ganon Climb. Ja, gerade mit den Ice Physics dann zusammen im Ganon Ja, Climb, es ist das ist, sowieso fürchterlich. dann ist man da gefangen. Oh, ein Gegner aus der Maya Area. Ich bin auch gespannt, wie nachher die. Die Pot Area aussieht, weil das kann ja auch dann mit Kiki. Ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Also ich hoffe, dass das ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn bringt bei den Runnern. Dass Dann die braucht man Hütte. Diamond Roller, viele. Ja. Oder wird das Netz sogar mitgenommen? Für die Safety Fairies. Ja, es ist eigentlich ganz gut. Ja. Später, je nachdem, was man gerade im Climb auf der Brücke irgendwo findet. Oh, da wünscht man sich vielleicht hier und da mal was. Ah, Kingstomb können wir auch machen, stimmt. Wir haben alles.
Jetzt wird für Aga 2 mitgenommen, schreibt der Chat. Ah. Mal gucken. Ist ja kein Swordless hier. Ich finde, grundsätzlich ist der Animizer sehr großzügig. Also es ist bis jetzt noch nicht viel da gewesen, wo man sich jetzt echt schwer getan hat oder schwer tun müsste. Ja, er hatte bis jetzt ein paar nette Stellen. Also für den Chat zum Zugucken, mit, wenn wir an den Drop von Escape denken. Ja, ja. Aber jetzt die ganz schlimmen Dinger für die Runner haben wir noch nicht gehabt. Also wie gesagt, da wäre dann halt ein Standardstart gut gewesen, wenn man halt an das Escape dann denkt. Auf jeden Fall da mit 3 oder 4 Herzen durch. Ja, ich würde sagen, Green Mail. Das wäre schon gut geworden. Auch. Ist ja alles fast Vanilla. Ja. Ein Vanilla-Ägypto. Gibt uns die Front von Skullwoods noch was? Ja, der Dieb, okay. Das Master Sword. Stark. Der ist auf jeden Fall gut, ja. Da wird vermutlich der Kompass gesucht, damit man nicht direkt ins Verderben rennt. Ja, also Trinex dürfte da nicht sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe, der darf nicht im Mottenraum sein. Aber so ein Witty, weiß ich nicht, ob man den auch jetzt zwingt mit. Also ich meine, jetzt wurde Master Sword gefunden, aber Fighter Sword. Aber er hat ja Silvers, das ist eigentlich. Ach, stimmt. Der Raum ist halt eklig, ja, aber. Es trollt ihn die Anti-Fairy noch. Er wird jetzt nicht mal eingefangen, da wurde der Bucknet extra mitgenommen. Oder keine leere Flasche. Müsste er ja. Ist doch, glaube ich, eben irgendwo mal gestorben. In Hera, ne? Dann war der Quake. Ah, okay. Ein Medaillon. Wir hatten doch vorhin schon ein Sichtmedaillon, wenn ich... wo denn? Ich bin gerade echt am Überlegen. Kann auch sein, dass ich das jetzt mit dem Spiel von vorhin zusammenschmeiße. Ich dachte jetzt vielleicht auf dem Berg oder so wäre das gewesen. Aber. Ich glaube nicht. Achso, er hat die Buddel wieder aufgefüllt. Okay. Ja, Green Goo nimmt man eigentlich immer gerne in dem Modus mit. Ne? Man droppt so einen Boss ran, auf einmal steht man eben, was weiß ich, von einem Cold Stare oder von einem Trinex. Ja. Also in dem Modus ist Magic mit die wichtigste Ressource auf jeden Fall. Was versteckt sich denn hier noch drin? Ach, Shadows mal wieder. Wir haben bis jetzt wenig Lynels gesehen. Ich habe erst einen oben bei der Hexe, glaube ich, gesehen. Ah, das ist vom Teufel spricht. Ja, aber in dem Raum war der jetzt human. Ich würde sagen, da läuft man ja einfach nur dran vorbei. Na, bin mal gespannt, was sehen wir denn jetzt? Boah, das ist auch nicht schön. Ammonites da drin. Okay, jetzt Silvers, dann geht das. Ah, sechs Schuss. Aber der Raum ist dafür auch nicht angenehm. Aber immerhin bewegen sich die Spikes nicht. Also in dem Raum ist wirklich der Boden der schlimmste Gegner. Ja, Motte außerhalb ist höchstens noch auf dem Moldorm. Protest ungemütlich, wenn die Motte nicht runterkommen will. Aber sonst ist die Motte, ja, unkritisch. Lost in Pain kriegen wir gar nicht wieder. Ich weiß gar nicht. Da.
Ja, da sind heute die Technik ist überall gerade ein bisschen angeschlagen. Na, der hat ja auch ein paar Verbindungssachen, Lost in Pain, also ja. Ich gucke jetzt gerade mal seinen Stream, ist aber auch sehr ruckelig. Ja, Darok hat geschrieben, wir starten nochmal kurz neu. Okay. Ich sehe gerade, Lost in Pain geht nach Pott rein. Ja, da ist aber nichts Gemeines auf dem Weg. Schade. Sogar ein Vanillegeschenk direkt vor Pott. Noch. Naja, da war nur so ein roter Flattermann. So, da sind wir wieder. Heute ist die Technik ein bisschen zickig, aber ja, ist halt Sonntag, keine Ahnung. Steht auch schon So. ein Montag vor der Tür bei der Technik. Ja, aber dafür haben wir auch wieder bewegendes Bild von Lost in Pain, der jetzt hier nach Pott geht, so wie das ausschaut. Hat er einen Hammer? Nee. Okay, er geht ohne Hammer nach Pott. Und Cube Ah Soul ja, okay, scheint es kann sich natürlich auch. sein, dass unser Tracker nur nachhängt, weil wir eben kein ja, Standbild hatten. Also er könnte doch einen Hammer irgendwo gefunden haben, was wir noch nicht wissen. Weil ich schaue gerade mal auch in seinem eigenen Stream, da hat er gar keinen Tracker laufen. Das ist natürlich jetzt zum Nachtracken auch schwierig. Ja, da muss man mal drauf achten, wenn er dann. Ach, da war das Menü, aber zu kurz. Sagen, wenn er mal Pause drückt oder durchscrollt. Ja, Cube hat irgendwo einen Tempad gefunden. Gerade noch auf dem Weg. Das muss jetzt entweder im Village gelegen haben oder auf den Armor Knights. Also, wenn er einen Hammer hat, der gute Lost in Pain, das sehen wir dann ja gleich, wenn er ihn zieht. Red Meringue ist auch getrackt, da weiß ich auch gerade nicht, wo der her ist. Ist jetzt auch nicht das wichtigste Item, muss man an der Stelle sagen. Ich sag mal, Ah. TT ist so ein bisschen, ist ein bisschen gemeiner dafür. Mit den ganzen Hinox drin. Oh, die Gegner sind auch die Granatenschmeißer. Und ein Laser zur Begrüßung. Und da haben wir schon unseren ersten Trinex. Trinex. Ja. Also, das bedeutet, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Ice Rod. Jawohl. Und immer noch kein Hammer und keine Titans. Nee. Ist auch schon mal, was Alec Baldwin verbuddelt hat. Cash. Ja, guck mal, die kleinen Spikes wurden bei Lost in Pain einfach durch große ersetzt im Animizer. Ist auch gut. So, weil wenn er einen Hammer hat, werden wir ihn gleich bei ihm sehen, auf jeden Fall. Ne, er spiegelt, das heißt, er hat keinen Hammer, wie es aussieht. Zumindest nicht in der Front. Hier wird es auch in die Back gehen, denke ich. Oh, da sind die Mids in Cave 45. Ja. Ja, da wird Lost in Pain, glaube ich, noch eine Weile hin brauchen, bis er das checkt, weil ich sehe ihn nach Pott wahrscheinlich auch über die Nordroute rein ins Village laufen. Ja, muss er ja, wenn er keinen Hammer findet. Naja, er könnte untenrum die beiden Checks mitnehmen, aber das wäre halt, ja, jetzt von hier gelaufen nicht das Flotteste. Ah, nee, kann er ja gar nicht. Was laber ich Nee. denn? Sagen, ohne Hammer kommt er nicht über die Brücke. Richtig, richtig, richtig. Da kommt er nicht vorbei. Wird jetzt auch direkt die Smith-Chain gemacht? Ja, der Schmied wird weggenommen und Ich bin mir abgeriegelt. unsicher, kann man an der Treppe runter zu Hobo, also bei dem Dark World-Übergang, kann man da Splash Deletion machen? Ich weiß es gerade gar nicht. Geht das? Weil dann. Bin ich tatsächlich auch überfragt. Ich habe Aber es man an der kommt nicht aus Stelle dem noch nicht Wasser raus. versucht. Ich würde sagen, man kommt ja nicht raus. Du kommst ja nur Nee, am da ist ja Norden auch keine irgendwo hin. Treppe, richtig. Da ist nur in der Light World die Treppe.
Ich weiß aus Erfahrung, ich habe es einmal versucht, weil ich dachte, ich bin clever und mache Lake Hylia, mache ich Splash Deletion, weil ich weiß gar nicht, was da lag. Man kann da nicht spiegeln, weil man ja nicht auf das seichte Wasser zum Stehen kommt. Also hatte sich der ganze Aufwand, die ganzen, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich dann da gebraucht habe, bis das funktioniert hatte. Also manchmal ist es doch sehr undankbar, wenn man da nicht dran denkt. Wenn man denkt, da möchte man Sequence breaken und das klappt nicht. Ja, oft ist einfach der Sequence Break auch nicht die Riesenersparnis aus. Man trifft wirklich mal sehr glücklich da irgendwelche Items, keine Ahnung, was weiß ich, eine Ja, Flöte auf Hobo oder so ein Spaß. ist in erster Linie die zeitliche Komponente, dass man sich einfach den Weg spart, dieses Hin- und Hergehen. Ja, das auf jeden Fall. Oder halt der ein oder andere Glitch ist einfach eine Riesenersparnis, noch Komfort, wenn man an Ice Palace denkt. Ja. Da ist einfach Icebreaker oder der IPVG einfach so viel angenehmer. Und dann werden wir jetzt bei Lost in Pain auch den Catfish sehen. Ja, gucken wir mal. Hatten wir auch noch nicht, oder? Jedenfalls haben wir ihn nicht on Stream gesehen, deswegen. Okay, auch nix. Und Lust in Pain war ja schon bei Sora und Sora hatte, glaube ich, auch nur ein 20, also die haben sich abgesprochen. Ist eine So. Familie, ist das. Naja, Agina hatte auch nix, das wissen wir von Lust in Pain schon. Bei Lost in Pain auch einmal vielleicht die Moon Pearl tracken. Ah ja, jetzt wo Denn du sonst sagst, genau. ist es mit der Dark World. Danke. Wir müssen mal schauen, ob er seinen Powder auch schon hat. Ich weiß nicht, ob er oben in Hera war, weil er stand ja eine ganze Weile. Ja, es ist wie gesagt schwer, das jetzt alles da nachzuziehen. Wenn irgendwem was Ja. auffällt, einfach kurz in den Chat, damit unser Tracker da auch das einmal gerade ziehen kann. So, jetzt sehen wir gleich mal die Hype Cave, ob wir wieder enttäuscht werden oder ob wir endlich mal da was Gutes drin haben. Oh, vielleicht ein Hammer, das hat man öfters mal, wenn man diesen ellenlangen Weg gehen darf, dass irgendwo hier unten der Hammer liegt. Oh ja. Oder erste Chest Swamp ist auch nochmal richtig fies. Da sind wir über die Flippers. Damit ist nämlich das erste Chest Swamp in Logik und wir hätten Ice Palace in Logik, ne? Ja, Ice Palace wäre vollständig in Logik. Ja, der Hammer fehlt. Ja, stimmt, bis auf den Boss aber, genau. Bis auf den Ja, Boss kommen wir Boss noch und eine die. Truhe. Ja, und Smolky auf jeden Fall. Dahinter noch. Ja. Na, guck mal, aber er denkt sich, ich schau doch mal vorne eben rein. Eine Truhe, vielleicht ist es da. Da ist ja auch nicht mehr allzu viel offen bei Cube Soldier. Also er hatte so einen Pot, wo er rein kann. Aber da müsste er ja auch jetzt safe and quitten. Ich glaube, da ist Ja, der eine das. Check auch nochmal schnell mitgenommen. Wenn man schon mal da ist, macht man das auch. Ja, auf jeden Fall. Der Hammer liegt da zwar nicht drin, weil dann bleibt ja bald nur noch eben Eis. Lost in Pain auf dem Weg zu Amos Knights. Ja. Der hat auch die Silvers, wenn ich mich jetzt nicht versehe, da oben. Also die auch nochmal bitte einmal nachjustieren. Bei ihm. So, liegt hier der Hammer. Ich bin gespannt. Der Biki. Ne. Okay. So. Ja, das heißt, Aber er hat Eis die müsste drin Front. haben, ne? Ja, also Lost in Pain hat jetzt die Front nicht geklärt, sonst hätte er jetzt auch schon das Master Sword. Das war in Skullwoods, ne? Ja, richtig. Ja, ein Cube geht wohl auch zu Eis, ne? So wie das hier aussieht. Er ist aus einer Sicht, okay, er sagt sich, ich bin hier unten, dann mache ich das mal eben. Hä? Jetzt bin ich auch verwirrt. Was macht er denn?
Ach, er war in der Water Area noch nicht, ne? Kann das sein? In der Sora Area, nicht Water. Er macht Catfish, denke ich jetzt. Könnte auch sein, ja. Könnte auch sein. Also alles andere macht da jetzt in der Dark World keinen Sinn mehr. Und das ist jetzt so ein Off-Check, ja, den er sonst unendlich lange liegen lassen würde. So, mal gucken, wie die Armus Knights bei Lost in Pain laufen. Nicht Ja. ganz so geschmeidig. Ja, aber das passt Aber trotzdem noch. ja, ach, wie gesagt, mit Silvers ist das ja auch ein Schuss und die platzen. Naja, aber Cube war auch noch nicht bei Sora, weil sonst hätte er ja sein Mirror Shield von der Fairy. Ja. Das würde er jetzt finden, wird er sich natürlich unheimlich drüber freuen. Wer nicht? Ja, da ist die Laser Bridge super einfach machbar. Wobei man auch hier davon ausgehen kann, dass die Laserskips vermutlich sitzen sollten. Weil Ja, würde ich auch, sonst in Not stirbt man sich halt durch. Es kostet Zeit, aber das ist. geht auch. Ich falle mal beim Abbiegen um die bei der Kurve immer runter. Irgendwann habe ich dann auch Frust eben und sterbe dann einfach durch. Ja, das ist auch meine Taktik. Wie gesagt, das ist auch der Grund, warum ich im Rivals Cup mitspiele und nicht hier im Main Tournament. Da fehlt einfach noch ein bisschen was, was die Runner hier auf jeden Fall haben werden. Und ich. So, was macht Lost in Pain? Ach, hat er einen Big Key gehabt? Wo lag denn der? Naja, aber das Master Sword hat er dann gleich Genau. auch. Ein Shoutout habe ich gesehen, hast du gerade auch schon gemacht. Also ihr dürft auch gerne den Runnern folgen, wenn ihr mehr sehen wollt. Gerade auch, wenn ihr das Spiel lernen wollt oder einfach mal was abgucken, was so manche ja, Strats einfach angeht. Dann immer mal bei den Leuten drauf gucken. Da gibt immer irgendwo eine Kleinigkeit, die man sich abgucken kann, um sein eigenes Spiel dann auch zu verbessern. So mache ich es persönlich sehr gerne. Ja, Cube hier Und scheut sich ein bisschen vor den Dungeons gerade, weil er die nicht fertig machen kann ja. und geht erstmal noch auf mal auf die zweite Bergrunde. Das Buch, das will man auch nicht sehen. Ja, Aber Butter, gut. okay. Also da ist jedenfalls das Thema Schaden auszahlen und einstecken aktuell überhaupt kein Thema mehr. Ah, da kam das Temperate aus dem Seahouse, habe ich gerade bei Lost in Pain gesehen. Okay. Aber der Hammer, der versteckt sich ja echt, das ist sehr fürchterlich. Das Laken auf Floating Island, weißt du das noch? Oh, ich glaube nur Rotz. Ich Okay. weiß nicht, Herzteil oder so. Ich meine irgendwas Rotes da gesehen zu haben. Ich habe jetzt leider das Medaillon bei Cube nicht gesehen. Ah, Aether hat unser Tracker erspäht. Aber den Sumaria hat er noch nicht, weil er noch nicht in Pott war. Ja, genau, der war ja im. Wie heißt er dann? U? Dark U oder Dark Maze? Dark U, Dark U, okay. Ich wollte sagen U-Raum, aber das hört sich irgendwie sehr deutsch an. Ui! Hammer auf dem Ether-Tablet. Ja, Ja, okay. ist noch ein dankbarer Spot, wenn man das Buch gerade gefunden hat, dann checkt man das natürlich mit. Also das ist dann Ja. nochmal. Ja, wollte ich auch sagen. Also, das ist schon. Da hätte das Buch auch dieser liegen können dafür. So, Ether für Turtle Rock. Sind Lag das auch in Ether. Pott? Kann das sein? Ah, Ja, nee, wo das. lag. Nee, wo Ne, lag Ether denn hatten das wir, glaube ich, Ether? jetzt in Thieves Town. War das jetzt? Oder? Ja, stimmt, kann sein, ja. Nee, Oh, ich stimmt, bin Pott gerade kann ja nicht auf. sein, da war ja Cube noch gar nicht.
Naja, aber dafür sehen wir jetzt das Swamplay. Ja, fehlt immer noch der. Also Sumaria wissen wir, wo der ist. Und dann fehlt jetzt noch der Ice Rod Ja, im genau. Und dann sind wir Goat eigentlich Mode. aus, genau, aus Kommentatoren-Zuschauersicht. Ja. Ja. Denn wir haben schon einen Trinex. Safe. Jetzt schauen wir mal eben, was können wir denn schon alles abschließen, was wir noch brauchen? Also je nachdem, was für Bosse drauf sind, wenn es ein Trinex ist, also Desert geht, Pot geht jetzt, Swamp geht, TT ab dem Ice Rod und auch prinzipiell Turtle Rock, wenn dann Cubes mal Pot gemacht hat. Also er könnte mit Ice Rod den Go-Mode dann starten, oder? Wenn er es dann halt die Dungeons durchspielt. Ja. Ah, wir haben Lost in Pain wieder, der jetzt auch seine Mids hat. So, sehen wir Left Side Swamp. Ich bin mal gespannt, ob er skippt oder nicht skippt. War anders, war das ein Coldstar der Boss? Ich bin Hatte mir ich nicht ganz jetzt sicher, was ich nicht gesehen habe. erkannt? Es müsste ein Coldstar vom Icon sein. Ja, mit Butter ist das ja, aber dürfte keine Probleme machen. Ja, ist Coldstar. Da wurden wir noch mal bestätigt. Ah, Lost in Pain hat wieder ein paar Internetprobleme. Das ist auch wirklich nie unser Restream, weil ich habe parallel den seinen eigenen Stream auf. Da hängt es auch ein bisschen. Ja, da wurde ein bisschen übermütig zum Diver Down aufgesetzt und ja, ja wird Left Side jetzt regulär gemacht. Der Ja, Schlüssel das ist ist. ausgegeben, man muss jetzt noch mal rein auf die linke Seite. Die Tür ist schon mal offen. Ja, es frisst halt Zeit. Alles ist halt die Sache beim Animizer. Boah, da kann so viel ekliges Zeug drin sein, dass man einfach die Glitches nicht Ja, gesetzt aber kriegt. wenn man bis jetzt hier durchrennt, ist alles Vanilla. Und dann kommt man da rein und Ja. Ja, vor allem wie den Spike kannst du ja nicht blockieren, der behindert dich ja immer. Wobei, ich überlege gerade. Ne, ein Sumaria bringt ja. ja auch nichts, oder? Der prallt vom Den Spike Sumaria hat er ab. ja auch noch nicht. Ja, stimmt. Ja, Den hat ja also nur Lost in Pain. er hätte halt das Bomb-Setup gemacht, aber ja, bis dann die Bombe explodiert. Wäre noch gut zu wissen ist, in der Maya-Chat lag gerade die Half-Magic bei Lost in Pain. Das hat man jetzt hier bei dem Geruckel nicht wirklich gesehen, aber hier auf dem Zweitstream sehe ich's. Ja, und Lost in Pain hat offensichtlich die Flöte. War die auch vermutlich in Pott? Nee, die war irgendwo Oder? anders. Die hat er relativ früh gehabt, als wir den Stream immer neu gestartet haben. Ich weiß aber auch nicht, wo die her war. Ah doch, war auch im Pott. Okay. Unser Tracker sagt, die war im Pott. Dann war sie relativ früh drin. Weil die haben wir auf Tube Soldier Seite auch noch nicht. Nicht zwingend required, aber macht dann auch einige Wege einfacher. Ja, naja, mit dem Buch kommt er ja auch schon nach Desert rein. Das heißt, dafür bräuchte er die Flöte prinzipiell gar nicht. So, 40 Left Side lohnen, 50 Rupees und die Map. Absolut nicht. Wunderbar. Wieder mal 2,5, 3 Minuten mit dem Neureinlaufen völlig Ja, verschwendet. mit dem Mirror raus rein.
wird man sich auch riesig freuen. Ja, immerhin muss man mit dem Butter Sword nicht irgendwie noch mit Quickswap bei Argus, den haben wir ja gar nicht, da Gefahr laufen raus zu mirroren. Stimmt, den Biki hatten wir ja direkt in der ersten Chest. Mhm. Oh Mann, das Skelett ist da auch super nervig. Lag die Bombe zu weit links? Scheint so. Ach, das ich glaube, ist er geht beim Animizer. Schlagen. Kann das sein, ja? Weiß ich nicht, also. Es... Ne. Ah, ne. Näherte sich jetzt bei den ersten beiden Malen, glaube ich, beim Schlagen oder so, nach dem Hitten der Bombe. Hat er sich, glaube ich, einmal ein Stück nach vorn bewegt, bevor er die Bombe geplaced hat. Deswegen. Fire Snakes? Ich glaube ja. Oh, der Raum ist ja Vanilla, ist ja langweilig. Ja. Ist generell Swamp viel Vanilla unterwegs, ja. Mhm. Und die Wall-Läufer. Immer weiter schön in die Wand rein. Mimiklippen war gestern. Heute werden die Wasserflöhe da geklippt. So, wir sehen jetzt gleich einen parallelen Coldstar-Fight, weil in Desert müsste Lost in Pain gleich auch Coldstar vor sich haben. Mhm. Auch das heißt, Coldstar in Desert, lese ich gerade im Chat. Ja, ich sag mal, ist von einer Raumgröße wie Eis, das ist jetzt unkritisch, ne? Naja, aber keine superlich tolle Progression. Der Coldstar müsste sogar bei beiden das gleiche gehabt haben, sogar ein Hardpiece jeweils, wenn ich es richtig gesehen habe. So, ach, Bombos-Tablet, okay. Ja, er muss mal langsam Pott gehen, sonst findet er seine Flöte nicht, ne? Der gute Cube. Ja, ist wie gesagt, die Flöte ist ja die Frage, ob die überhaupt benötigt wird, außer für Wege. Naja, lass mal überlegen. Von dem, was unsere Runner schon gemacht haben, könnte es so sein, also in der oder Maya Area war jetzt Half Magic. Nicht. Ja, genau, Half Magic, also, aber in Maya war er nicht. Ja, der gute nicht. Lost in Pain. Ja. Nee. Turtle Rock natürlich als Crystal kann man jetzt machen, weil da kommt man ja durch. Ich gehe nicht davon aus, wir haben da einen Vanilla Trinex, was natürlich gemein wäre. Da kann natürlich der Ice Rod drin sein, nach dem üblichen Schema, was Blaues, ne? Ja, jetzt ist in TA ein anderer Boss, auf dem dann der Ice Rod liegt. Das wäre natürlich auch mal mega. Ja, das kann gut sein. Okay, Lost in Pain weiß das ja noch gar. Er kommt da ja noch gar nicht hin, weil den Hammer hat er ja noch nicht. Aber mit der Schaufel haben wir das nächste super Fetch-Quest-Item. Mini-Moldom trollt auch hier rum. Da kriegt er noch einen mit. Ja, bei Lost in Pain jetzt auch die Hookshot Cave. Da lag der Hammer. Ne, der Hammer lag auf dem Ether, aber da lag das Buch drin, ne? Das Buch war in der Super Bunny Cave. Ach, dann war es da. Ja. Okay. Ne, das hat er dann auf jeden Fall auch schon. Also ich gehe davon aus, dass er seinen Hammer dann gleich auffindet. Ja. Und er könnte ja schon Turtle Rock einen Besuch danach abstatten. Wenn er schon mal vor der Tür steht, warum nicht? Ja, er hat den Sumaria. Kommt auf jeden Fall. Und den Fire Rod. Da kommt man schon durch Turtle Rock mit durch. Ja,
man dann vielleicht noch früh den Kompass findet, um sich abzusichern. Aber solange du, sag ich mal, keine Progression findest oder alles raus ist für Sabis zur Laser Bridge gehen und dann stehst du ja schon davor. Also. Da ist der Hammer. Ja. Triumphierend in die Höhe gerissen. Jetzt müssen nur noch Blitze rausschießen. Ist ja das Ether Tablet, wird sogar passen. Ja. So, sieht auch danach aus, dass er zu Turtle Rock zurückläuft. Also sehen wir da mal was Frisches, Neues endlich mal wieder. Ja, zumindest das, was wir sehen. Ja, das stimmt. Es ist ein bisschen ruckelig. Sein eigener Stream läuft etwas besser, aber ist jetzt auch nicht so flüssig. Also man erkennt da durchaus ein bisschen mehr, aber wie gesagt, ist auch schwierig zu folgen. Ja, Cube hat dann gleich seinen zweiten Coldstar hinter sich. Mhm. Ist die Bosse, die können auch nur zweimal kommen. Habe ich richtig erinnert? Soweit ich das weiß, ja. Bei dem Animizer, den wir hier spielen. So bin ich jedenfalls informiert, ja. So müsste das sein. Da stehen wir mit unserem Talent. Keine Magic mehr. Anfangs gesagt, Green Goo, wichtigste Potion. Ja, das mit den Doppelbossen kommt halt letztendlich aus dem Vanilla raus, weil du hast ja deine Doppelbosse durch GT, wo du ja die drei Light World nochmal hast und quasi hier kannst dann eben jeder Boss prinzipiell in dieser Logik doppelt sein, also dreimal ein Doppel, wie es Daruk gerade im Chat geschrieben hat. Okay. Also los. Wow, GT ist gemein. Wenn man die Fahrt sieht, die aktualisiert sich gerade, da sind ein paar nette Gegner drauf. Man sieht es da unten gerade schon, da ist der erste Chain Chomp. Turtle Rock. Ja, das ja. Könnte, da kann es einen noch schön runterhauen, aber er ist ganz gut durchgekommen, hat er Glück gehabt vom Movement Pattern. Ich hatte bei ihm im Stream auf jeden Fall gesehen, da war auf der rechten Seite in der Front war auch schon der Big Key, den hat er schon bekommen. Hm. Naja, aber solange wir noch was suchen, wird er trotzdem die Lava sich angucken müssen. Ja. So, was macht denn Cube Soldier jetzt? Ich denke, Pot müsste das nächste Logische für ihn sein, ne? Ich gehe davon aus, er kann nicht flöten, also wird jetzt vermutlich der schnellste Zugang sein. Über die Swamp Area. Ich überlege gerade, ein Pet haben wir noch, Check haben wir nicht gesehen bis jetzt, ne? Also ich hab's dann zumindest nicht mitbekommen an der Stelle. Meine Pet-Check kann man. Weil wenn wir jetzt mal gucken, wenn wir kein Trinex und Ice Palace Maya oder in Eastern haben, also als Doppel, könnten wir sogar ein Pet haben, ne? Ja, Skullwoods hatten wir jetzt schon abgeschlossen und das Buch kam relativ spät. Also ich gehe nicht davon aus, dass stimmt. Die Runner für einen Pet-Check jetzt nochmal die Zeit auf sich genommen haben, um dann einen Sichtcheck zu machen. Wobei ja, das stimmt. Spieler entschieden hat. Sowas. Aber noch haben wir ja clearbare Crystal Dungeons, ja. Deswegen ist es noch nicht kritisch. Wenn es dann an Overworld-Checks geht, dann ist, ja. Denke ich mal, der Check auch legitim. Ja, Bumperledge wurde auch schon gecheckt. Ich weiß jetzt nicht, ob von meinen Runnern. Aber viel zieht einen da jetzt nicht mehr hin in dieses Areal.
Man muss auf jeden Fall für Trinex nochmal wiederkommen in TT. Ja. Aber das war's dann auch schon. Sind unsere Runner eigentlich durch TT komplett durchgegangen oder sind sie nach Trinex beide umgedreht? Also ich wüsste jetzt nicht, dass sie auch hinten drin waren. Weil meine ich nämlich auch, das kann natürlich sein, dass Front das Ding da und hinten drin liegt, ja, siehst ne? du? Front und Trinex spiegeln beide in TT, schreibt der Ruck. Ah, okay. Es kann natürlich Okay. ärgerlich sein im Attic oder jetzt in der Big Key Chest Ja. unten. In der Big Chest. Ja, die hatten auch beide zu dem Zeitpunkt noch keinen Hammer. Also ich kann dann auch verstehen, dass Stimmt. man sagt, dann gehe ich erstmal raus, weil man will nicht dreimal in so einen Dungeon reindippen. Und wenn der eh noch nicht clearbar ist. Ich schaue jetzt mal auf den Stream von Lost in Pain. Der ist gerade auf der Laser Bridge. Ja. Ah, er Oh, hat wir haben den. den Vitti in Turtle Rock. Ja, aber Vitti jetzt mit den Silvers, das ist alles kein The Problem. Und in der letzten Chest noch den Single Arrow of Destiny. Der ist für viele Runner das wichtigste Item im Spiel. Ja, das. Wer weiß, vielleicht ist es irgendwann mal der Arrow, der dir noch fehlt für Gen oder so. Ich hab's schon geschafft, vor GT nach Pfeilen zu buddeln, weil ich keine hatte. Ja, das ist auch ärgerlich. Da hilft leider der eine Pfeil auch nicht, ne? Ja. Ja, da. Vitti hier mit Silvers, das ist super Und simpel. auch nur ein Herz Container. Also ich vermute, da war jetzt kein Ice Rod in TR. Ich hab's jedenfalls nicht gesehen, nein. Dann sind, so wie das aus unserer Sicht sichtbar sind, ist der Ice Rod in Pendant Dungeons oder. Oh. Oder irgendwo auf der Overworld. Ja, die Brücke ist schön. Mit dem Big Spike da Ja. oben. Ja. Aber Cube denkt an sein Cape. Damit ist das kein Thema mehr. Ach, die Lasers sind so geil. Jedes Mal kommt durch die Tür und kriegt direkt den Laser ins Gesicht. Ah, oh, da sehen wir jetzt die Spy Cave. Da bin ich jetzt ja mal. Die hat Cube nicht mitgenommen, ne? Ne, ging ja auch noch. Obwohl, man hätte es Doch, direkt nach nach dem dem Hammer hätte Tablet. das machen können, ja. Nach dem Tablet. Ich weiß gar nicht, was die beiden da gemacht haben. Ich glaube, die sind. Ne, safe and quit? Also Beide? Lost in Pain ist nach TR gegangen. Cube weiß ich gar nicht mehr, was er gemacht hat direkt danach. Ja, aber Cube, der konnte ja noch gar nicht in TR rein, Richtig. weil ja noch kein Sumaria hatte. Den Genau. kriegt er jetzt ja, oder den hat er jetzt erst bekommen. Ich glaube, er ist auf dem Rückweg. Ich glaube, die Echt? Spiral Cave, kann das sein? Ne, die hat er ja schon in der Light World, denke ich, mitgenommen, oder? Als er da das erste Mal auf dem Berg war mit dem Hookshot. Kann sein, ja. Kann gut sein. Ich bin Oh, mir. Naja. ich glaube, es ist safe in. Also ich denke einfach vergessen worden. Ja, okay, lag jetzt auch nichts drin, also. Ja, wird einem trotzdem im Hinterkopf die ganze Zeit dieser grüne Spot da oben auf der Map im Tracker, der wird einen irgendwann verrückt machen. Wenn man sich denkt, oh, das hätte man direkt nach dem Tablet mitnehmen können. Ja, ich bin jetzt gespannt, welcher Dungeon den Ice Rod hat. Ich würde ja auf Ice Palace tippen. Ich denke, es ist Meier.
weil dann hätte die Flöte aus Pott auch noch einen Sinn. Na, schauen wir mal. Um der auch noch einen größeren Nutzen zuzuschreiben. Na, Daruk wird ja nämlich gleich vor der Entscheidung stehen, eben was er jetzt angeht. Vielleicht macht er auch einen Pet-Check schnell mit und denkt sich, okay, ich gamble drauf. Wir haben vielleicht den Ice Rod im Trinex Dungeon. Ja, in Thiefstone selbst dann. Ich weiß gar nicht, wie viele Items haben wir da jetzt schon raus? Bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß, die letzte Chest war, glaube ich, der Bicky. Kann ich echt nicht mehr sagen, wie viel wir da drin hatten schon. Ne, vereinfacht kann man sagen, maximal 3, minimal 1. Ja, minimal 0. Ja, stimmt, der Small kann ja vorne auch noch liegen. Ja, also, stimmt. Aber ich gehe davon aus, dass ich meine zwei Items. Ich weiß aber jetzt echt nicht, was da drin war. Weil wäre das weniger gewesen, hätte ich mir vorstellen können, dass. Ja, aber die hat noch keinen Hammer, ne. Ich wollte sagen, dann wäre ich, glaube ich, reingegangen, aber. Okay, Blind, den hatten wir eben durch den Ausfall von Lost in Pain gar nicht aktiv hier gesehen. Er ist natürlich von der Position in den Spikes auch super angenehm. Mega. Ja, guck mal, jetzt freut er sich aber über das Spiegelschild, das bringt schon was. Ja. Hätte auch das Fire Shield getan, aber das Spiegelschild ist viel größer. Ach, boah, naja. Halbes Herz. Respekt. Aber hat auch, glaube ich, eine Fairy noch gehabt, ne? Ich würde lieber eine Red Goods ziehen, ja. Ich würde lieber eine Red Goods ziehen, bevor ich wegen einem halben Herz da umkippe. Ja. So, also ich bin gespannt. Cube, was macht er denn jetzt? Weil jetzt muss er sich entscheiden langsam. Er hat nämlich seine abschließbaren Crystals. Ah nein, er hat noch Turtle Rock, ne? Stimmt. Ja. Also Lost in Pain scheint Left Side Swamp erstmal zu skippen. Wir wissen, da ist nur ein Item und die Map. Ich glaube, 50 Rupees waren das, ne? Ja, ist aber die Frage, ob er für das eine Item dann zurückkehren wird oder ob er dann sagt, den Gamble geht er ein. Das wäre natürlich schon ein großer Zeitgewinn. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Cube Soldier da ja auch richtig Zeit gelassen hat durchs Spiegeln. Weil er den Diver Down nicht machen konnte. Aber ist dir aufgefallen, die Flöte, die waren jetzt gar nicht im Pott, ne? Das heißt, irgendwo haben wir das Ding gar nicht gesehen eben, ne? Bin ja auch überfragt, wo das Ding war. Was hat denn Lost in Pain mitgemacht oder jetzt gemacht oder machen können, was dem Cube Soldier jetzt noch fehlt? Sora Area war es nicht, auf jeden Fall. Da lag's nicht. Boah, bin ich auch jetzt gerade überfragt. Ice Rod Cave waren auch beide, also die South Shore komplett durch. Wüste ist komplett geklärt worden. Ja, South Shore wissen wir es auch nix. Die Schaufel vielleicht? Ne, die Schaufel lag relativ spät erst, ne? Die war es, glaube ich, auch nicht. Bin ich jetzt gerade. Oder? Nee, die Flöte hat er vor den Mids gehabt. Das heißt, das kann auch nicht hinterm Powder gewesen sein, Madbatter. Ja. Obwohl, Madbatter hätte er Fake powdern können. Oder? Der hatte jetzt ja den Sumaria. Er kam aber nicht hin. Er hat die Mütze erst. Er hat den Spiegel. Aus der Dark. Er hatte die Flöte aber vor den Mids schon. Und dann. Stimmt, dann kommst du nicht hin. Da sind ja die dicken großen Steine. Die schweren. Bin ich jetzt auch überfragt, wo er das Ding her hatte. Oder lag die Flöte auf der Bumper Cave? Kann das sein? Boah, nee, da lag, glaube ich, ein 20 oder sowas. Oder ein Müssen wir die Runner mal später fragen oder wir sehen es bei Cube vielleicht noch.
Also er wird es auf jeden Fall nicht aus TA holen. Nee, das wissen wir. Oh, der Mimik ist auch geil. Ja. Ja. Es ist ein Moonwalk so ein bisschen. Boah. Ah, der Schilder Change-Off. Ja, super. Das ist genau das, was man im Animizer haben will. Vor allem, der ist ja so perfekt genau an der Ecke aufgesetzt. Oh, ist das köstlich. Jetzt wird aber doch nochmal Left Side Swamp für das Item gemacht. Ja, es ist ja bei Lost in Pain ist ja auch nicht mehr, auch gar nicht mehr so viele Checks, die er machen kann. Nee, deswegen, also wenn er jetzt Swamp fertig hat, kann er eigentlich noch Pot machen. Helmer kam er ja nicht hin durch den fehlenden Hammer, aber sonst hat er ja das gleiche wie Cube gemacht. Also da ist nicht viel Unterschied. Da wird gespiegelt, die Map wird zurückgelassen. Sehr gut. Ah, Daruk hat gerade eine Vermutung, dass Lost in Pain vielleicht in Eastern war, was wir nicht gesehen haben während des Restarts vom Stream und Cube war da ja nie. Das könnte natürlich sein. Stimmt, so ein Eastern Palace Dip. Ja. Den hätten wir verpasst auf jeden Fall, weil er hatte ja die Lampe, bedeutet in der Area war er auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Ja, dass er dann direkt weitergegangen ist. Das macht natürlich auch Sinn. Also irgendwo. Weil ich habe mich auch schon zwischenzeitlich gefragt, warum Lost in Pain so viel gefühlt hinterherhängt. Denn er hatte eigentlich so erstmal nach dem, was ich gesehen hatte, ja nur Pot gedippt. Ja. Ohne da durchzukommen. Und das hätte diesen ja doch immensen Zeitunterschied jetzt erstmal nicht gerechtfertigt. Da oben auf der Pyramide der Leine. So, gucken wir mal. Die Red Bomb hat auch nicht unseren Ice Rod. Und die Fat Fairy hatte, glaube ich, nur eine Biene. Biene. Ja. Ja, okay, mal gucken. Ich denke mal, Lost in Pain, wenn er jetzt eher in der Pyramide ist, macht seinen Pot fertig. Trifft er auf Blind. Dann Cube, ja, ist die Frage, was macht er dann? Von der Item-Dichte bei den Dungeons ist wahrscheinlich wirklich Eastern das attraktivste. Drei Items plus das Green Pendant nochmal. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie machen werden. Und Lost in Pain bietet sich an, dass das ja auch fertig macht. Ich öffne mir nochmal hier den Stream von Cube Soldier, einfach nur um zu sehen, welche Overworld-Checks jetzt noch auch offen sind bei ihm. Da haben wir noch die Smith Chain. Das ist, ja, stimmt. Also die Magic Bat ist jetzt offen. Die Purple Chest. Aber ich denke, die Smith Chain kann es ja auch nicht gewesen sein. Also es wird Eastern sein müssen. Wahrscheinlich erste Truhe grau. Oder so. Ja, sonst ist alles grau und alle anderen Checks hätten vorher nicht gemacht werden können. Aber bei Cube hat man gerade auch wunderschön Muscle Memory gesehen, der Bonk, um über den eigentlichen Diamond Roller rüberzukommen, aber das war dem Shadow halt ziemlich egal. Er hat ihn trotzdem gehittet. Ach, das sind gar keine Fire Snacks. Ich wundere mich gerade schon, warum die nicht normal sind. Was sind die anderen Dinger da? Diese Einzelfeuer-Blinke-Kugeln. Die sonst auch in Seastone gerne mal hier um diese Steine rum. Ja. Okay. Genau. Na und wenn jetzt gleich Lost in Pain Pot durch ist, ich denke mal, die sind relativ parallel mit ihrem Bossen hier fertig, dann sind die wirklich gleich auf, kann man eigentlich sagen, ne? Ja, also dann... Das ist wirklich interessant.
Dann ist Lost in Pain noch einen Eastern Dip vorne, würde ich jetzt mal so drauf schließen. Mhm. Dann bin ich gespannt, ob das dann, ob der Eastern Dip sich gelohnt hat an der Stelle. Ob der sich auszahlt mit der Flöte für die Maya Area. Oder beziehungsweise für Maya selbst. Oder ob dann doch der Ice Rod in Ice Palace liegt. Mhm. Oder weiter hinten in Eastern. Ich weiß, ja. Ich kann nicht sagen, ob alle drei Items aus Eastern raus sind. Nee, das wissen wir nicht. Aber ich denke mal, er wird nicht ganz durchgegangen sein. Ja, da zählt jetzt die Entscheidung wirklich, ne, welchen Dungeon mache ich als nächstes, weil alle sind betretbar und machbar. Oder gambelt jemand drauf, TT gehen, hinten ins Back, um drauf zu hoffen, da den Ice Rod zu finden. Ja. So. Okay, Lost in Pain. Nee, ich hätte jetzt gedacht, er geht Eastern nochmal rein. Ja, aber er flötet weg. Ah, wird das ein Pet-Check? Ja, das wird ein Pet-Check. Stark. Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil bevor wir jetzt wahllos irgendwas spielen, wenn man weiß, es ist drauf, kann man die Dungeons immer in Go-Moden. Das passt schon. Nein, nein. Gerade nochmal. Ja, nicht, dass wir jetzt gleich einen Lost in Pain-Ausfall haben, genau in dem Moment, wo er das Pad liest. Aber da sehen wir die Diamond Roller ja, im Lost Woods. Da haben sie sich versteckt. Ja. Das Master Sword muss auch beschützt werden. So, jetzt einmal flüssig bitte. Scheiße, ich hab's auch nicht gesehen. Konnt's nicht lesen. Aber wir werden jetzt sehen, anhand dessen, was er jetzt angeht. Ja. Also gegebenenfalls, weil ich sag mal, Pendant Dungeons werden so oder so jetzt gespielt werden. Eben, einen davon macht er. Cube holt jetzt die Red Bomb noch nach, wo nicht der Ice Rod liegt. Ja, und wenn wir hoffentlich gleich wieder eine Verbindung haben in seinem Stream, dann sehen, können wir vielleicht die Entscheidung nachvollziehen, was es geheißen hat. Hm. So, wo will er denn hin? Das sieht nach einem Eis aus, oder? Nee. Hä? Er war jetzt bei der 4, jetzt ist er wieder bei der 3. Wo will er denn hin? Ah, okay. TT oder Smith's Chain? Also da jetzt Overworld-Checks gemacht werden, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er auf dem Pad liegt. Sonst würde man die Smith Chain jetzt ja liegen lassen. Richtig. Das heißt, da liegt nichts drauf, wie es aussieht, weil jetzt hat er gerade, holt er sein Froschi. Also dann könnte es jetzt noch Powder oder Purple Chest sein. Oder Hammerpacks. Ja, oder halt so in den Dungeons drin liegen, ne? Ja, ja. Das, die Möglichkeit besteht natürlich auch noch. Da sind immer noch eine. Okay, Hammerpack scheint es nicht gewesen zu sein. Er hat nur einmal reingelugt und ich habe nur schwarz-schwarz gesehen. Das war es wohl also nicht. Es hebt einfach die Spannung, diese Legs. Immer in den wichtigen Augenblicken einfach ausblenden. Ah, stark. Endlich sehen wir mal Ice Palace von innen. Ja, Ice Palace natürlich auch dahingehend interessant. Interessanter, weil es gibt dort drei Items. Ist die Itemdichte einfach höher. Ja. Und gegebenenfalls dann auch schneller zu spielen mit dem Icebreaker. Wenn dann alles soweit klar geht an der Stelle. Ja, die Smith Chain war komplett nutzlos. Da lag ja gar nichts drauf. Nicht mehr irgendwas, was wir vielleicht noch so nutzen könnten. Ich glaube, die Smith Chain hatten wir auch schon bei Cube Soldier gesehen, oder? Oh, ah, da ist er. Erste Kiste Ice Palace. Sehen wir jetzt auch bei Lost in Pain. Ja, das heißt, wir haben jetzt Go Mode bei Cube Soldier. Schon mal.
Und ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird das. Also es sind jetzt... Also da ist auf jeden Fall noch nichts entschieden, weil das, was ist denn das? Jetzt vielleicht eine Minute Unterschied. Das kann GT-Routing sein, das kann Ja. ein blöder Raum in GT, im Climb sein. Also das ist noch spannend auf jeden Fall. Ja, und was man dazu sagen muss, Lost in Pain hat natürlich auch die Zeit, die er jetzt in Ethan investiert hat, auch den Vorteil mit der Flöte. Er muss nicht safe in quitten, er kann sich zurückspiegeln, er kann direkt auf die drei Flöten, wo jetzt Cube Soldier natürlich auch die langen Laufwege noch wieder hat und alles. Deswegen, er flötet jetzt hoch und dann ist er auf einmal statt einer Minute dahinter auf einmal nur noch so 10 Sekunden dahinter. Zack. Ja. Es ist natürlich jetzt schade, dass man keinen Timer bei Lost in Pain sieht, weil dass man auch dann so ein bisschen besser abschätzen kann, wo das zeitlich wirklich ist, trotz der Links. Ja, okay, wir haben jetzt im Restream keinen Timer, aber ich sehe, in seinem Stream hat er einen mit drin. Die sind zwar ein bisschen zeitversetzt, weil sie nicht synchronisiert sind, aber so ungefähr, ja, 30 Sekunden Unterschied ist das von den Timern her, würde ich sagen. Na, ein bisschen mehr vielleicht sogar noch. Ich habe jetzt gerade auch mal beide Streams offen. Das ist jetzt 15. Das ist eine gute, ja, gute 15 Sekunden ist Lost in Pain hinterher. Zumindest. Ja, aber ich denke mal, das entscheidet sich natürlich noch. Ja. Zeitlich relativ gleich auf zu sein. Ja. Ich hoffe, dass das dann auch je nachdem, wie eng und knapp es dann tatsächlich noch wird, genau, dass das dann mit der Internetleitung alles klappt, auch mit den Eingaben nachher im Racetime. Nicht, also ich habe jetzt mal auf die Timer geschaut, 40 Sekunden sind der Unterschied gerade, dass Lost in Pain hinter Cube Soldier ist. Ah ja, wir haben das Big Key Guessing Game, weil ja Cube jetzt alle Crystals hat. Das heißt, ihr dürft einmal im Chat kurz euren Tipp abgeben, in welchem Check denn der Big Key uns gleich in GT begrüßen wird. 1 bis 22 ist möglich. Gerne auch was anderes, aber dann könnt ihr halt nicht gewinnen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich nehme immer gern die 13, außer ich möchte ein bisschen rumtrollen. Wenn zum Beispiel dann nimmst du die 22. Wenn zum Beispiel keine Boots da sind, dann sage ich auch gerne mal die 1, so auf der Torch oder so. Dann einfach. Ja, ich nehme immer ich bin immer Fan der 17 im Shuffle Room. Letzte Truhe, gucken wir mal. 13 ist oft bei den Fire Snakes, wenn ich mich nicht irre. Wenn man so ein Dark Magician spielt oder so, dann ist das immer... Ja, es kommt drauf an, wie rum man spielt. Spielt man Full Left, ist 13 Shuffle Room. Ansonsten ist es die 17 im Shuffle Room und eben Fire Snakes ist es, wenn du Magician spielst. So, jetzt wollen wir nochmal durchatmen. Ja, und jetzt können wir nochmal einen Timer-Check machen. Cube betritt bei 27,53 GT und Cube bei 27,53 und Lost in Pain bei 38. Also gut, ja, 40 Sekunden sind es wirklich Unterschied. Ja, und GT-Routing hat schon viele entschieden. Ja, klar. Aber jetzt erstmal der Start identisch, Hope Room bei beiden. Ja, und es wird, denke ich mal, auch weiter identisch bleiben dann. Na, gucken wir mal. Oder weil da war kein Key rechts, ne? Rechts war kein Key, da müssen sie ja... Ja, vielleicht drehen sie nochmal um, machen Dark Magician.
Oder ist das erst Hope, dann rüber, dann wieder zurück? Ist das auch Dark Magician? Ich weiß das Nee, mal also nicht. deswegen, also ich glaube, dann gehen die zuerst nach links, um dann sicher den kleinen Schlüssel zu haben. Und, ah, da ist aber auch schon. Dann kann man Auf, darüber was nicht mehr waren reden. das? Drei, sechs, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Hatten wir eine 6? Ja, Susaru hatte eine 6 und. Ist doch schon. GG, Susaru. Nee, wie rum? Susaru. GG's. Susaru. GG. So, also, jetzt geht's wirklich im Climb voll auf Execution. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil wir haben Butter, wir haben Silver. Wobei, hat Lost in Pain das Butter? Nee, ne? Oder doch? Ah, doch, hat er auch. Und ich sag mal jetzt, der einzige Komfortunterschied ist jetzt gerade bei Lost in Pain die Half Magic. Ist ja nur die Frage, ob die in dem Maße gebraucht wird. Und ich weiß absolut nicht, was in den vier Flaschen drin ist bei beiden. Ja, ich glaube, es ist auch unrelevant eigentlich bei dem, was, also für Ganon auf jeden Fall bei dem Equipment, aber ich sag mal, die Half Magic, du kannst halt Fire Rod gleich im Gauntlet spammen. Das kann noch mal ein paar Sekunden Unterschied machen. Wenn es denn nötig ist. Also aktuell ja noch keine Stallfos, die vom Schwert wegspringen. Okay, dann mal Shadows ein paar wieder mal. Okay, das ist bis jetzt angenehm. Und ohne die Laser hier ist das jetzt auch nicht so schlimm. Die Fledermaus. Achso, die ist aus dem Bild raus und deswegen Ja, zählt die es als ist nicht. Das ist wie beim wie beim Argus Stimmt. in den Ice Armors. Ja, Unten. ja. Tja. Ja, leider haben wir auch weiterhin Aussetzer bei Lost in Pain, das ist schade. Gucken Auf wir jeden mal, Fall was haben wir denn bei Mittelalterstrategie. Lenmolas? Eine Och, eine Motte. Motte. Das ist Haben wir sehr noch gar nicht Kindergarten. gesehen, oder? Nee. Ja, aber die ist mit Butter ja wirklich Kindergarten in dem Raum. Oh. Oh Mann. Ja, der Ägypter wollte nicht. Lost in Pain hat ihn mit dem Silver Arrow auch einfach direkt zerpuffen lassen. Da muss man nicht warten, bis der ausgebrannt ist. Boah, der gleich der Fackelraum kann auch noch mal richtig gemein sein, je nachdem, wie die Fireballs da drin ersetzt wurden. Da hatten wir heute im Race davor was ganz Fieses drin, wodurch sich das Race auch noch mal teilweise gedreht hat. So ein großer Spike, aber der scheint friedlich zu Der sein. Mini-Helmer fällt direkt runter. Aber was will man mehr? Ja. Großer Spike, der sich nicht bewegt, und Mini-Helmer, der einfach auch direkt sagt: Ohne mich. Herrlich. Ja, das sollte, glaube ich, ein Puder werden, So. aber. Das ist ganz, ganz gemein. Der Helmer bei Trolldorm 2. Das kann jetzt hier nochmal was drehen, gerade wo die Runner so eng beieinander sind. Der ist Oh, ganz das gemein hier. habe ich vorhin noch im Speed Gaming Deutsch 2 Ja. gesehen. Rudy O Ja. gegen Darkness Link war das, glaube ich, ne? Ja, und da hat Rudy O nämlich dann verloren durch. Ja, Oder der Helmer durch ihn den Helm. getrollt hat. Ja, zweimal dran gestorben. Oh, das sah sehr Und solide aus von Cube ja. Soldier. Er hat aber auch gut mitgespielt, der Helmer. Ja, wir sehen leider nicht, Und was Lost in Pain gerade macht. Lost in Pain macht auf jeden Fall die Bomben-Strat.
Ja, das kann man machen. Das ist ein bisschen safer, wenn du weiter weg sein kannst. Aber das hat, wie gesagt, Rudy O heute das Genick gebrochen, an der Seite zu stehen. Aber hatten Naja. jetzt auch down, glaube ich. Na, wird das sich jetzt hier beim Geometriespiel bei Aga entscheiden? Weil ich glaube, Genin werden beide eigentlich solide gleich spielen. Ja. Würde sagen, da können jetzt nur noch die Nerven einen jetzt ein bisschen trollen an Ja, der eben, Stelle. und da ist Cube gerade ein bisschen am Struggle, ne? Viele Singles. Ja, bei Lost in Pain müssen wir ein bisschen raten, was das wird. Das. Aber das, was ich jetzt sehe bei Lost in Pain, spricht jetzt auch nicht gerade für einen soliden Aga 2. Auch viel daneben und der Aga, der duckt sich dann auch immer weg vor den Balls. Also Lost in Pain auch richtig am Struggeln bei dem Aga 2-Kampf. Massive Probleme wohl. Auch immer nur Singles, wenn überhaupt irgendwas reinkommt. So, Cube hat Ganon Fight eröffnet. Das heißt, da ist er wahrscheinlich die beiden ersten Phasen voraus, wenn jetzt gleich Lost in Pain reindroppt. Schauen wir mal. Also, wenn er jetzt hier nicht runterfällt, Cube Soldier, sollte er das nach Hause Ja. holen. Ja, wobei, es ist wie gesagt gerade auch dann im Ganon-Fight, wenn man Racetime-Raum offen hat, da geht einem schon ordentlich die Pumpe. Und dann, wenn man dann nicht ruhig bleibt, dann ist Ja. genau dieser eine Sturz der eine zu viel dann. Absolut. Nee, da hilft es wirklich ab einem gewissen Grad des Climbs oder so, den Racetime-Raum zuzumachen. Das bringt nochmal ein bisschen Ruhe, weil, ne, man kann es ja dann eh nicht ändern, wenn der andere weiter voran ist. Man macht sich ja nur eher kaputt. Ja. Es ist einfach dann auch eine Kopfsache dann an der Stelle. Ja. Und So, schauen wir ja. mal. Oh, den Glitch verbockt, aber das sollte mit Silver ist eigentlich kein Thema sein. Oh, schöner Triple. Schöner Triple. Ah. Oh, und dann noch nach rechts in die Ecke, das ist es gewesen. Also sobald die Ja. Brücke überquert ist, könnt ihr die GGs in den Chat spammen. Damit hat Cube Soldier dann das Spiel für sich entschieden, wie es ausschaut. Na, mit einer 1,3619 GG schon mal an Cube Soldier. Aber Lost in Pain knapp dahinter. Hat jetzt noch eben auch die vierte Phase. Also das war nochmal spannend zum Ende hin. Heieiei. So, dann macht auch für Cube Soldier schon mal eure GGs bereit. Sieht auch nicht danach aus, dass er runterfällt. Das wird jetzt runtergespielt und Ja, eben, was ist denn das für ein Unterschied? Knappe Minute, also das war ein bisschen das Struggeln wahrscheinlich bei Aga 2, was dann noch ein bisschen den Puffer aufgebaut hat, aber ja. sonst war das solide bei beiden, der Climb. Beide Runner sind auch im Warteraum und können. Ah, da ist auch schon Cube Soldier. Da GG. ist unser Sieger, GG Cube Soldier. Lost in Pain ist auch noch im Warteraum. Da. Ja, aber wir können dich ja schon mal befragen. Bei dem Animizer, was fandest du? Die Gegner angenehm geschaffelt oder hattest du so ein paar Stellen, wo du gesagt hast, boah, das muss jetzt nicht sein? Also ich fand es eigentlich angenehm im Vergleich zu den anderen Animizer-Seeds, die ich bisher gespielt habe. Der lustigste Raum war Back of Escape. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Große Spikes und einfach eine Feuerstacheln, alles voll. Da war Ansonsten alles. ging es eigentlich. Ja, der Chain Chomp, glaube ich, in Turtle Rock auf der Plattformfahrt war jetzt auch nicht gerade das Tollste, was man da haben will. Ja, der dachte sich, you shall not pass, aber. Tja, da hat man halt ein Cape. Genau, ja. Ja, schau mal, ob Lost in Pain noch dazukommt oder ob er gerade Internetprobleme hat, weil das weißt du vielleicht nicht. Er hatte ein bisschen, der Stream hat immer ein paar Aussätze. Wir haben auch ein paar Mal die Maschine neu starten müssen. Deswegen schauen wir mal, ob er dazukommt. Aber ansonsten, vom Gefühl her,
Hast du immer gut dabei gefühlt beim Seed oder andere mal anders? Also anfangs war eigentlich alles ganz okay, da ist eigentlich alles ganz gut aufgegangen, hatte ja auch recht behalten mit Istan nicht gehen und sofort Aga spielen nach Sarasrala. Hat mir dann auch konsequent bis zum Ende gedacht, ich mache Istan als letztes. Was dann auch irgendwie dazu beigetragen hat, dass ich Eis gegangen bin anstatt Istan. Was mir, glaube ich, den Sieg gebracht hat. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, da warst du ein Ticken früher. So, Lost in Pain ist auch da. GG, Lost in Pain. GG. Moin. Ah, wie fühlst du dich? Was sagst du zu dem Seed? Naja, ich mag jetzt den Eiswirt nicht mehr. Wer mag den Ice Road, bitteschön. Man hätte ja auch gegebenenfalls sein können, dass Trinex gar nicht auftaucht. Aber leider in Thiefstone und Ice Rod required, ja. Ich meine, immerhin wussten wir früh, dass der Ice Rod benötigt wird. Das stimmt, das stimmt. Und dank Lost in Pain wussten wir auch relativ zügig dann, als die Crystals durch waren, dass wir auch kein Pet Seed hatten, weil er es dann doch gecheckt hat. Ich glaube, du, Cube, warst nicht beim Pet, ne? Nee, war ich nicht. Ich dachte mir, die Flöte ist so weit entfernt, ist mir egal. Aber eine Frage, die ich an Lost in Pain dann noch habe, weil wir zwischendurch einmal die Maschine neu gestartet haben. Wo hattest du die Flöte her? Siehst du, ich glaube, die lag direkt auf dem Green Pendant. Ah, du hast Eastern komplett gemacht, also. Okay, weil das haben wir nicht gesehen. Weil. Deswegen, okay. Da war also die Flöte. Interessant. Okay. Ach, Istan war auch das Green Pendant dann gewesen. Das Ja, hat genau. mich jetzt hier nicht so bei dem Restream erkannt, was da jetzt das Grüne von ist. Okay, war jetzt nicht unbedingt required. Auch die Flöte, wie wir wussten, dadurch, dass ja das Buch auf dem Berg lag, wo ja der Hammer auch hinter war, auch eine sehr schöne, glaube ich, Stelle für euch beide. Ja, total. Da auch noch mal eine Frage an dich, Cube Soldier. Du hast den Hammer bekommen. Was hattest du da im Anschluss gemacht? Weil ich glaube, du hast du Spike Cave dann gecheckt? Spike Cave habe ich in dem Moment komplett vergessen, um ehrlich zu sein. Also ich kann es natürlich als coolen Skip verkaufen, aber ich habe es vergessen. Ich habe mich gefreut und dachte mir erstmal woanders hin. Drei Crystals spielbar, los geht's. Ja, also das auf jeden Fall war auch dann doch ein guter Skip gewesen. Auch wenn unbeabsichtigt, aber ich hatte es mir schon fast gedacht, weil ansonsten war der Berg ja so weit geklärt gewesen. Ja. Habt ihr noch ein paar Worte zu uns, damit wir dann langsam zum Ende kommen? Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Stream aufbauen, Tracken und. Ja. Ich freue mich auch schon aufs nächste Match. Mal sehen, was es wird. Ja, das werde ich mir noch Und überlegen. Ja, von mir genauso. Danke fürs Kommentieren an euch beide. Danke, Daruk, fürs Tracken und Aufsetzen. Hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und dass auch so lange jetzt nach irgendwie über einem Monat Turnier oder fast 2 Monaten Turnier jetzt immer noch so viel Enthusiasmus dafür da ist, was Crew Restreams angeht, finde ich richtig gut. Danke. Ja, danke, danke. Euch auch natürlich nochmal vielen Dank für das wirklich spannende Race gerade zum Ende hin. Ich glaube, heute müssen wir nochmal Darok ganz besonders danken, der auch mit der Technik zu kämpfen hatte im Hintergrund und trotzdem da sauber durchgetrackt hat, den Stream gerettet hat. Da nochmal ganz, ganz großen Dank an Darok für das souveräne Inschachhalten der Technik. Natürlich auch Dirtbubble fürs Mitkommentieren. Ja, so viel von mir. Ja, auch dir natürlich großen Dank, Kittelot, dass du es hier mit mir ausgehalten hast und auch an die Zuschauer vor den Screens. Ja, aufgrund der technischen Probleme hier und da dann leider dann doch der ein oder andere Aussetzer da gewesen. Aber ich hoffe, das hat dem Spaß hier keinen Abbruch getan. Und ja, mir verbleibt da auch nichts anderes als vor allem dem Daruk da auch von mir nochmal den allergrößten Respekt und Dank, was da im Hintergrund alles jetzt geleistet und gemacht wurde und vermutlich auch dann
noch parallel neben dem Restream jetzt noch den Stream von Lost in Pain aufgehabt, damit dann nicht doch noch das ein oder andere Item da mitgetrackt werden konnte. Großen Respekt da nochmal. Und ja, euch allen einen schönen Abend noch. Und ja, von mir war es jetzt mal an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es noch was zu announcen gibt. Haben wir heute noch was im Anschluss? Ich habe gerade auch reingeguckt. Heute kommt kein neuer Restream. Es läuft gerade parallel noch auf SGD2 Krawalltuf gegen Xargott. Aber da habe ich gerade reingeschaut. Da ist es jetzt gerade auch in den letzten Zügen. Das heißt, wer noch Rando will, muss sich einzelne Streamer suchen. Ansonsten ist das seitens Turnier für heute mit den Übertragungen am Ende soweit. Deswegen würde ich einfach sagen, ja, habt noch ein schönes Restwochenende und denkt mal, der nächste Restream lässt auch nicht lange auf sich warten.